Und damit ein herzliches Willkommen, beziehungsweise guten Morgen und zurück zu Let's Play Mystic Quest. Das ist aber Mystic Quest. Adventures of Mana natürlich. Wir befinden uns immer noch in Clave Castle und sind auf der Suche nach Clave und dem Amulett, das er besitzt. Dafür machen wir uns jetzt auf den Weg, um ja, für Fuji ihr wichtiges Amulett zu besorgen, was ihr sehr wichtig ist natürlich. Und wenn ihr was wichtig ist, dann ist es uns natürlich auch wichtig. So, diese Ritter haben eine besondere Eigenart. Und zwar kann man sie nicht von vorne angreifen. Das ist halt ein bisschen belastend hier. Aber sie können sich sehr schnell umdrehen. Meine Güte. Müsst ihr mal drauf achten. Aber ja, mit Fuji habt ihr ja gesehen. Habt ihr gerade gesehen. Haben wir eine Alter, meine Güte. Einen unendlichen Heilungspool bei uns. Wow, die macht auch sehr viel Schaden. Deswegen, ich denke, wir sollten wir dir auf jeden Fall mitnehmen. Als voll wegen Erfahrung, ne? Gut, wir haben zum Glück noch Magie als Ausweichmittel, aber I don't know, ob das eine gute Idee ist, Magie zu verschwenden. Aber wobei, ich glaube, bis zum Boss dauert es noch ein wenig. Wir haben letztes Mal drei Bosse hinter uns gebracht. Also, das ist schon heftig, ne? Das ist heftig. Das wird in Zukunft auch nicht weniger. Wir werden hier viel, das wird später noch ein reinstes Boss-Rush teilweise. Hat mir ja schon eine Mystic Quest. Aber hier ist nicht anders. Guck mal, die laufen direkt auf einen zu. Das ist so nett von ihnen. Meine Güte. Oh, nett von dir. Oh, Fuji. Das ist nett von dir diesmal. Kannst du bitte an einem anderen Ort heilen? Ne? Hier? Da muss nochmal, ne? Scherz, Scherz, Leute, ist alles nur ein Witz. Ich habe übrigens was in Erfahrung gebracht. Was ganz wichtig, was jetzt vielleicht für einige wieder wichtig ist. Für viele nicht. Aber für andere ist das doch schon relativ interessant. Und zwar haben wir ein Level Up bekommen. Ja, machen wir ein bisschen Mage. Na, das war's nicht. Es gibt eine Mod für. Beziehungsweise Patch oder so. Ach, hier kommen diese Stacheln. Da müssen wir uns leider durchkämpfen. Und zwar für Mystic Quest. Es gibt eine Mod, die den Charakter-Sprite austauschen kann. Das heißt, ihr könnt mit einer weiblichen Person das Spiel durchspielen. Und zwar mit Amanda. Also mit dem Aussehen von Amanda. Und Sumo wird dann ausgetauscht mit Amanda. Sozusagen irgendwie. Irgendwie so ist das. Auf jeden Fall eigentlich ganz interessant. Fand ich ganz lustig. Lustig anzusehen, weil es halt auch mal, ne, so alte Spiele wollen halt. Ich finde es generell ganz süß gemacht, so, ne. Es gab zum Beispiel mal jemand, der halt hier im ersten Mario, glaube ich, Mario Peach getauscht hat, ne. Damit seine Tochter zum Beispiel das Spiel mal. Damit seine Tochter sich da besser identifizieren kann mit. Das finde ich halt ganz niedlich gemacht. Eieiei, die Kristalle. Die können einfach verletzen, müssen aufpassen. Deswegen finde ich sowas niedlich. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, das war jetzt nicht die einzige Mod, die ich gesehen habe. Es gibt eine Mod. Und zwar eine richtig große Mod. Für Secret of Mana. Da wird alles verändert. Da wird sehr viel verändert. Das Kampfsystem wird ein bisschen wird neu gemacht, quasi. Mit Blocken und so ein ganzes Gedöns. Die Ausdauer wird entfernt. Ich brauche eine Peitsche. Die Ausdauer wird entfernt und hast du nicht gesehen? Tag-Nacht-Rhythmus in Secret of Mana. Ich weiß, dieses Projekt hier schauen jetzt zum Beispiel nicht so viele, ne? Aber hättet ihr, wenn ihr Secret of Mana kennt, hättet ihr mal Bock, dass wir das mal so irgendwie in engerer Form mal durchzocken, ob es jetzt ein Stream-Projekt wird oder mal als Let's Play. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich erst das Original-Let's Play nochmal spielen möchte. Das ganz komplette Original Secret of Mana mit kompletten deutschen Übersetzungen. Was danach mit Secret of Mana auf meinen Kanal kommt, ist dann völlig frei Schnauze. Also da werde ich dann voll Schnauze machen. Aber vorher. Warst du schon da? Nee. Aber vorher möchte ich immer das Original-Let's Play mit euch nochmal. Also das Originalspiel mit euch Let's Play haben. Bevor es dann wirklich eine krasse Modifikation gibt. Die wirklich. Also es gibt so viele Mods mittlerweile teilweise. Wobei, es hält sich in Grenzen im Verhältnis zu anderen Spielen. Aber da sind die momentan richtig heftig bei. Also, wir könnten in naher Zukunft
ein richtig neues Secret of Mana bekommen. Und das von Fans gemacht. Ich meine, in dieser Mod gibt es schon Sidequests. Man kann auf der Open World Schätze finden. Als wäre man mit seinem Drachen fliegt. Kann man an neuen Orten landen. Neue Gegnertypen wurden hinzugefügt. Ne, Gegnertypen nicht, aber zum Beispiel Gegner, wenn nachts ist draußen, dann sind dann andere Gegner teilweise und sowas ist doch mal richtig nice. Leider ist das bislang nur auf Englisch. Oh, Ghetto-Raum ist ja mega belastend. Ich habe keine MP mehr. Ich hätte gerne irgendwie jetzt Level up, deswegen versuche ich die Gegner hier mitzunehmen. Oh, haben wir ihn halt. Haben wir Magietrank drin vielleicht. Autsch. Sag mal, die drehen sich halt auch so schnell um, das kannst du nicht vergessen, ne? Ist ja Magier, der muss dran glauben. High Potion, super, das ist genau das, was ich brauchte. Aber darauf hätte ich jetzt einen mega Bock. Also dieses Turbo, Secret of Mana Turbo mit richtig vielen krassen Mods. Da gibt's halt, ich habe wie schon gesagt, da wird halt sehr viel Neues eingefügt. Klar, ich mag das Original. Aber sind wir ehrlich, das Original wurde halt so beschnitten, dass es halt am Ende sich halt anfühlt wie ein halbes Spiel. Und das sage ich, weil ich Secret of Mana wirklich auswendig kenne. Naja, hier geht es aber nicht um Secret of Mana, hier geht es um Adventures of Mana. Und wir hängen hier gerade in einem Raum mit Werwölfen und wir müssen hier durchkommen quasi ohne eine Kiste zu zerstören. Denn die Kisten sind tabu. Nicht zerstören und nicht wegschieben. Dann verschließt sich die Treppe wieder. Aus irgendwelchen dummen Gründen. Aber wie schon gesagt, hättet ihr Bock auf Secret of Mana? Also ich denke mal, auf das Original Secret of Mana hätte ich... Hab die Kiste zerstört, ne? Nice. Kommt die Kiste wieder? Bitte sag ja. Ja, und die Monster? Auch. Oh, die stehen in einer Reihe. Ah, wisst ihr was? Hier hatte ich in Mystic Quest einen richtigen Skill-Move, Alter. Ich habe die alle mit einem Hieb oder so zerstört. Da müsst ihr mal unbedingt reingucken, das war richtig krass. Naja. Nee, kann nicht fahren. Das war nicht im Let's Play. Das hatte ich im privaten Durchlauf mal gehabt. Bei Mystic Quest. Da habe ich es aber auf Twitter. Ich habe es auf Twitter gepostet. Diesen Skill-Move. Ja, da war ich selber erstaunt. Aber sowas passiert natürlich nie in der Let's Play-Aufnahme, ne? Wo wären wir denn, wenn da mal Skill gezeigt wird von mir? Das ist immer der Fluch der Aufnahme. So, wir sind hier in der Sackgasse. Wie es scheint, ja. Aber es muss doch irgendwo weitergehen. Wir rüsten uns mal den Morgenstern aus. Weil, war es nicht so, dass wir es hier weitergehen? Meine Risse sind jetzt nicht zu sehen, weil normalerweise sind ja immer irgendwelche Risse zu sehen. Also es muss auf jeden Fall irgendwo... Da muss auf jeden Fall irgendwo noch ein Weg sein. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier irgendwie damals große Probleme hatte. Irgendwo muss es einen Weg geben. Also große Probleme hatte ich echt nicht. Oh, warten, bis es auflädt. Ja, genau. Schlag aber in die Luft. Genau. So. Irgendwo ging es da auf jeden Fall weiter, weil hier mussten wir lang. Oh, bitte hau mich nicht. Bitte hau mich nicht. Bitte komm nicht. Bitte nicht. Nein, nein. Oh Gott. Aber die Wände hier abschlagen bringt ja nichts. Da sind ja nicht mal keine Risse davor. Nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwo weiterging. Meine Güte. Irgendwas war hier, irgendein Trick gab es hier doch. Gut, leveln wir auf jeden Fall auf dem Weg nochmal, ne? Davon kann man mit der EXP kann man nicht genug haben eigentlich. Aber mich wurmt es gerade ein bisschen zu sehr, dass ich da den Weg nicht finde. Bettlaken des Grauens. Man sieht es ja vor allem die andere Seite. Das hätten sie auch irgendwie anders lösen können, ne?
Ich höre doch weiter. Ist gut jetzt. Habe ich ein Thema, während ich hier suche? Ich habe kein Thema. Aktuell befindet sich ein neues Mana-Projekt in Entwicklung. Das weiß ich. Dann kriegen wir ein neues Mana-Mobile-Game. Das wisst ihr auch. Und zwar Echoes of Mana. Das freut euch sehr, habe ich gehört. Bin auch großer Fan davon. Ansonsten gibt es hier viel von Mana zu berichten. Ne? Wir haben halt nur zwei Stunden irgendwie gestreamt oder so. Ihre 30-jähriges Jubiläum von Mana. Und dann haben sie am Ende... Ach genau, es kommt noch ein Mobile-Game-Port von Trials of Mana. Von dem Remake. Das könnt ihr euch vielleicht freuen, weil das halt auch ein gutes Spiel ist. Es war für Mobile ausgelegt, aber hey, da können die Mobile-Spieler haben, die Mobile-Spieler mal ein gutes Spiel. Na, wir müssen nicht irgendwie Candy Crush den ganzen Tag zocken. Legt mir safe, da ging's weiter. Da bin ich mir irgendwie ziemlich sicher. Muss irgendwo einen Riss übersehen haben. Oder ich muss die Gegner alle wieder besiegen. Kannst natürlich auch haben. Wobei ich das eigentlich nicht glaube. Aber nö. Oder hier alle Gegner besiegen? Habe ich nicht alle Gegner hier besiegt? Nein, habe ich nicht. Okay, das ist jetzt aber äußerst merkwürdig. Ach! Hö! War da kein Riss? Also, ich habe da keinen Riss gesehen, oder? Habt ihr denn einen Riss gesehen? Ey, das war ja fies. Das war ja fies. Jetzt mal ernsthaft, wie fies war das denn? Überall machen sie Risse und da plötzlich kein Server. Das meinte ich doch. Das war doch einfach hier. Man konnte sich hier nicht verlaufen, so eigentlich. Eigentlich kann man sich hier im Spiel so überhaupt nicht verlaufen. Das ist eigentlich kaum möglich. Klar, man kann herumirren. Aber so richtig verlaufen nicht. Also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht haben andere keinen Orientierungssinn. Das kann es natürlich auch haben, ne? Aber ich weiß zumindest, wo ich da hin muss. Also wo ich immer bin. Da oben ist auf jeden Fall ein Riss. Gehen wir da erstmal nachchecken. Was haben wir hier? Mehr von diesen Dingern. Und Ritter natürlich. Die hier volle Breite mit einem Elektroschock 1 rübergezogen bekommen. Eine andere Frage. Wurde ihr schon mal vom Blitz getroffen? Ich weiß, die Wahrscheinlichkeit, dass einer meiner Zuschauer vom Blitz getroffen wurde, ist sehr gering, aber ey, immerhin höher als bei einem einzigen Menschen. Ich stelle ja auch Fragen, ne? Wenn ihr mal vom Blitz getroffen seid, nennt mir mal eure Blitzerfahrung die heftigste. Ich habe tatsächlich so zwei Erfahrungen. Einmal vor kurzem gab es ein richtiges Blitzgewitter. Stundenlang war es mehr hell als dunkel draußen, obwohl es Nacht war. Das hatte ich noch nie erlebt. Aber einmal ist ein Blitz vor, da war ich mit damaligen Kollegen in einem Auto drin und dann ist ein Blitz genau vor uns eingeschlagen. Im Auto. Wir saßen im Auto zum Glück. Wir haben uns sehr erschrocken. Also nicht genau vor uns, so halt 20 Meter vor uns oder so. Aber wir haben uns sehr erschrocken und ich glaube, die Autofahrer neben uns genau gleich. Also das war auf jeden Fall lustig. Es hat gewittert, wir sind mit dem Auto gefahren, es hat geregnet und plötzlich BOOM SKI! Hat es da aber richtig hier reingeprellert. Ja, man erlebt Sachen im Leben, ne? Man erlebt Sachen. Oh nein, 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 nein. Ich hab's gerade gesehen. Ja. Oh, sowas ist natürlich sehr zeitfressend. Aber hier war sowieso nur ein Gegner. Wo sind denn... Ja, na gut. Müssen wir sie zum Respawnen zwingen.
Aber das nehmt mir mal eure Blitzerfahrung. Seid ihr vielleicht womöglich schon vom Blitz getroffen worden und habt das überlebt? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man es überlebt, ist eigentlich relativ hoch. Aber relativ... Warte mal, was schlappert da? Wahrscheinlichkeit, dass man nicht überlebt, ist relativ hoch. Aber es gibt Fälle, die haben überlebt. Also ist die Wahrscheinlichkeit doch nicht so hoch, dass man stirbt. Aber ausprobieren würde ich es auch nicht. Das gesehen, wie er mir noch einen mitgeben wollte, dieser dämliche Ritter. So, gucken wir mal, ob die Gegner ja respawned sind. Weil wir brauchen, wir müssen sie in Schneemänner verwandeln. Sehr gut, das. So lohnt sich's doch. Lohnt sich doch. Ja, mal sehen. Also hier sind Gegner alle respawned. Hier sind sogar neue Gegner teilweise. Jetzt würde ich gerne wissen, ob da genug Gegner sind, die ich zu Eis. Ne, gar nicht wahr. Magier kann man sich doch gar nicht zu Eis verwandeln. Die sind doch gegen Eis immun. Ah, ja, klar. Jetzt sind Ritter da. Also den kaputt lieber. Siehst du? Ihr seht, ne? Immun. Hab's euch doch gesagt. Ihr glaubt ja, mir glaubt ja nie jemand. So. Ah! Oh Gott, nein, Alter. Kann ich den unten noch hinschieben? Oh nein. Bitte sag nicht, dass sie weg sind. Sie sind weg. Das ist halt das. Das sind diese Stellen, die ich halt im Spiel nicht mag, ne? Es gibt halt diese ein, zwei Stellen, die überhaupt nicht toll sind. Zum Glück sind die selten. Ja, Magiesteine sind hier im Weg. Jetzt werde ich noch mal durch die Tür gedrängt. Oh Mensch, ey. Ja, aktuell läuft ja noch New Super Mario Bros. 2. Und ich hab das schon in meine Direct, habt ihr ja schon erfahren. Hey, hey, hey. Ich wurde gemugelt. Ach, geil. Komm nicht näher, du Gesicht. Hau er ab. Komm. Hey. Danke. Ihr wisst ja jetzt schon, laut meiner Micro XC Direct, dass das nachfolgende Projekt Chrono Trigger sein wird. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Leute, die jetzt dieses Let's Play hier 20 Jahre später gucken, tut mir echt leid. Für euch ist das natürlich nicht gerade aktuell, aber ihr könnt Chrono Trigger schon längst nachholen. Wenn ich denn fertig gespielt habe. Geschafft habe, fertig zu spielen. Man ist sich ja heutzutage nie sicher. Ob ein Let's Player einfach so plötzlich aufhört oder so. So, den schieben wir immer da rauf. Dann hoffen wir mal, dass die anderen dann... Aua. Sich da gut positionieren. Sehr gut. Wir haben es ja bald geschafft. Oh ja. Das sieht mir gut aus hier. Mal ein anderer Boden. Oder eine Trapete. Oder? Täuscht das. Kann natürlich täuschen, ne? Komm, die genau auf mich zukommen. Die haben was gegen mich, eindeutig. Also es geht auf jeden Fall immer höher und wir müssten doch gleich da sein. Fuji, mach mich mal, heil mich mal voll. Na, wir speichern auch sicherheitshalber einmal. Und dann geht's los, ne? Mal gucken. Ich glaube, hier kommt es jetzt. Zumindest gleich. Ich bin ja meine Bekämpfer auf dem Dach. Hier ist der Thron. Hier sitzt Julius. Nee, nicht Julius. Der Dark Lord Glaive. Der sitzt hier. Julius ist ja der Hofmagier.
Ah, da geht's hoch. Da geht's hoch. Oh yes. Auf geht's. Was für ein Dialog. Fuji, hau ab, ich brauche deine Heilung nicht. Aber sei vorsichtig, Sumo. Ja, so. Ah, der galante Ritter in seiner schimmernden Rüstung. Ja. So kennt man mich. Well, cooler Kontrast, ne? Ich mit meiner weiß-goldenen Rüstung, er mit seiner schwarz-silbernen Rüstung. Denke ich mir. Ist das silber, ne? So ein bisschen. Aber die Musik ist toll. Ja. Der erste menschliche, richtig menschliche Gegner, glaube ich, den wir hier gegenüberstehen, ne? Ich bin beim Morgenstern. Er macht mit, er macht hier seinen Getsugas Tenschuss. Ne? Wer weiß, was das ist. So. Leute, die es wissen, schreibt mir Kommentare. Er macht seine Getsugas Tenschuss und wir hier hauen immer erstmal mit unserem dicken Morgenstern, erstmal mit unserem dicken Ball. Schleudern wir die Kugel um die Ohren. Wow, der macht aber. Der weicht aber ganz gut aus, ne? So, gib mal Heiltrank her. Alter. Gut jetzt. Vor allem ist er auch unberührbar, während er in sein Dingsbuch drin ist. Ja, wie dumm ist das denn? Laufen wir jetzt mal weg. Ja, immerhin treffen wir ihn ganz ordentlich. Sieht auch ein bisschen dumm aus, wenn er so rumläuft. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Enden gerade vorgehabt. Ein Tackle, ne? Aber das war's. Das war's. Wir haben den Dark Lord besiegt. Und er erinnert schon vom Design doch schon so ein bisschen an Dings, ne? Aber Engel, das stimmt nicht. Warte mal. Das war nicht das echte Amulett. Dark Lord. Warum hast du nicht das echte Amulett bei dir gehabt? Wo ist Fuji? Wo ist Fuji? Ich muss zum großen Wasserfall hin. Geh mal hin. Fuji. Sie redet nicht mit uns. Sie wurde verzaubert. Diesen schweigsamen Zauber, den kennen wir auch aus Secret of Mana. Teilweise. So ein bisschen, ne? Ja, Fuji geht anscheinend gut. Er wahrscheinlich eben hier bei mir vor der Tür ein Auto gehört. Ein Lastwagen ist da vor, an meinem Fenster vorbei gebrettert. Ich denke mal dran, es rauszuschneiden, aber war ja schon heftig. Der Dark Lord erinnert schon an Markus aus Secret of Mana, ne? Mit den Haaren und so. Ich finde nur, dass die Rüstung ein bisschen grüner ist. Oh, wir sind schon wieder zu spät. Die Power des Mana Seins. Du steckst also dahinter all dem Julius. Lady Fuji, nimm das Amulett und halt es hoch. Und aktiviere die Zauber Reverse. Den Umkehrzauber. Was machst du, Julius? Ich werde die Seele einer jungen Frau manipulieren. Das ist so leicht und so. Und jetzt will er das holen, was ihm für ihn bestimmt ist. Klinker Embra Mirion Tinqua. Das ist der Umkehrzauber. Funktioniert auch im Real Life. Und jetzt Falle wieder. Oh nein, wir explodieren und wir fliegen einmal über einen hohen Bogen irgendwo hin. Und sie gehen jetzt den Wasserfall hinauf. Ja gut, das war jetzt lame, ne? Im Original zumindest hat man gesehen, wie die hochlaufen. Nein, wir fallen. Boom. In die Wüste. Ich kann mich nicht bewegen. So wird das sicher enden. Warte mal, ist das... Habt ihr es gehört? Unser treuer Freund, der Chocobo, ist zu da.
um uns zu helfen. Oh, wie süß ist das denn gemacht? Er bringt uns weg zur nächstgelegenen Stadt und humpelt dabei. Wie hat er es denn hierher geschafft? Hat er uns fliegen gesehen von der Höhle aus, wo wir ihn verlassen mussten? Jüngere Stimme. Tante Sarah, der Boy aus dem Busch. Was labern die da? Oh, ein großer Vogel auch. Die Wüstensonne muss viel zu heftig gewesen sein für dieses Paar. Ja, jetzt liegen wir da. Und Bogart, hey! Was machst du hier, alter Herr? Oh, endlich bist du wach. Oh, du bist alive, Bogart. Indeed. In der Tat. Ich wurde vom Flugschiff geschmissen. Ja. Macht nichts, ne? Überlebt man halt. Kann man generell. Überlebt man das halt, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich konnte Amanda nicht retten. Und konnte nicht Fuji nicht retten. Ich bin ein Fehler und so, ne? Hebe deinen Kopf, Boy. Ist genug, du. Es ist genug, ich bin kein Ritter und sowas. Habe ich nicht gesagt, dass ich nicht übersetzen werde, weil es einfach alles doof ist. Pass auf deine Zunge auf, du. Du Frecher. Bogart, du bist ein Gemini. Ja. Du musst auch was tun. Er hat uns jetzt rausgeschickt, weil wir so frech sind. Wir haben Zweifel an uns selbst. Mr. Bogart hat mir gesagt, dass ich das nicht sagen soll, aber er hat seine Beine während des Falls aus dem Flugschiff hat er verloren und so. Er kann nicht mehr laufen. Oh nein. Und er sagte, ein junger Mann kommt uns, um alles zu retten. Also wusste ich, dass du das sein musst, der fast vertrocknet wäre in der Wüste und so mit seinem Schokobo. Und ja, der Professor kümmert sich um deinen Schokobo. Der ist da hier links da. Bogart, stimmt das? Kannst du hier echt nicht mehr bewegen? Ich habe nichts mehr dir zu sagen. Versuch nicht mit ihm zu sprechen. Nee, würde ich nicht. Sehr traurige Geschichte, Leute. Aber wir sind hier in Ish. Ish ist eine wiederkehrende Stadt, die oft mal auch in der Mana-Reihe auftaucht. Jetzt nicht so oft wie andere, ne, teilweise. Aber wir kriegen hier schöne Armor und so. Wir haben aber nicht das ganze Geld für die komplette Rüstungsset. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Wir kaufen uns diesen Feuerflegel, der wirklich sehr gut ist. Das Rüstungsset interessiert uns nicht. Feuer. Wir kriegen bald demnächst ein stärkeres. Was halt sehr wertvoller ist. Ja. Alter Mann. Du hast mit dem Original, ging's mit dem Original ziemlich auf den Sack. Dann haben wir hier schlafen und dann haben wir hier noch. Oh, das Haus. Oh nein. Was geschieht mit unserem Schokobo? Hm? Oh, wow. Pimp my Chocobo. Ah, so gut wie neu. Besser als neu. Die vom Vogel, die Beine und so, die waren kaputt und so. Deswegen haben wir ihn Jet-Propeller Beine und so angebracht. Und jetzt kann er auf Wasser, über Wasser fliegen. Also wie so ein Chocobot und so. Boah. Krass, Alter. Wie kann ich nicht Nein zu diesen Augen sagen? Rede mal mit dem Professor, mit Bogart und so, bevor du hier abhaust. Alter, dieser Schoko, die haben halt tatsächlich einen Schoko, wo die Beine mit Prothesen ersetzt und jetzt kann er übers Wasser fliegen. Wir hatten ja schon in anderen Teilen, wie Final Fantasy 7, hatten wir ja schon ein paar Sachen, mit blauen Schokobos und so weiter, die übers Wasser laufen. Oder andere Schoko, andere farbige Schokobo, die über alles möglich laufen können. Ein goldenen Schokobo und so weiter. So, und wir sollen jetzt das Excalibur bergen für Bogart, um dahin zu kommen und so. Wir sollen jetzt nach Wendel und mit Zibber sprechen. Das ist unser nächstes Ziel. Wendel, wir waren schon mal da, ihr erinnert euch. Und ja, das war's für diesen Part. Im nächsten Part werden wir uns auf den Weg nach Wendel machen, beziehungsweise vielleicht auch nicht. Und wir werden sehen, ne? Auf jeden Fall testen wir unser Chocobo aus. Bis dann. Haut rein und tschüss.